So, jetzt stehen Sie noch nett beieinander, Monika Grütters, Ole von Beust. Ich habe es gesagt, Sie haben den Programmprozess eng begleitet und hier oben wollen wir jetzt noch im Rahmen eines kleinen auflockernden Bühnenprogramms Eindrücke aus dieser Arbeit Ihnen und euch allen geben. Nehmt Platz und ein herzliches Willkommen euch beiden und noch einmal von mir ganz persönlich großen Dank für die Begleitung auf dem Weg zum Berlin-Plan. Ich hoffe, wir sind auch hier vorne zu sehen bei der Frage, ob wir das Ganze im Stehen oder im Sitzen, das war eine Glaubensfrage im Vorfeld dieses Parteitags hier machen wollen. Habe ich am Ende gesagt, so belassen wir mal den Profis. Aber das scheint jetzt, so wie ich das Bild da sehe, ganz gut zu funktionieren. Lieber Ole von Beust, du bist ja schon eine ganze Weile halb Berliner, halb Hamburger. Das hat dich ganz besonders wertvoll gemacht. Wir haben ja eben Kai Wegner zugehört, was die Themen sind, die in Berlin auf den Nägeln brennen, die er sich vornehmen möchte, wo er den Laden wieder ans Laufen bringen möchte. Und ich gestehe mal ganz offen, es ist manchmal so ein bisschen schmerzhaft aus der Berliner Sicht, dass wir so oft nach Hamburg gucken als CDU Berlin und darauf weisen, dass die es uns vormachen, wie es in vielen Themenbereichen besser funktioniert. Die sind nur dummerweise rot-grün regiert. Ich bin mir sicher, dass die Union in Berlin, in Hamburg das auch bald ändern wird, aber nichtsdestotrotz, das hat sicherlich auch viel damit zu tun, dass du als Bürgermeister der Hansestadt Hamburg die richtigen Weichen gestellt hast. Du bist mit Kai Wegner ja eng verbunden von Anfang an seines Vorsitzes her, hast du gesagt, ich unterstütze euch gerne bei eurer Programmarbeit. Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Maßgaben, Ratschläge, die du der CDU Berlin in dieser Zeit mitgegeben hast? Vielen Dank zunächst einmal für die freundliche Begrüßung. Ich glaube nicht, dass ihr meinen Rat gebraucht habt, aber ich glaube, es kommt auf die Dinge an, die hier vorhin deutlich geworden sind. Das erste ist, das gilt für überall in der Politik, dass ich das Vertrauen der Menschen kriegen muss. Ich kann fordern und sagen, was ich will. Wenn mir keiner glaubt, bringt das nichts. Und ich glaube, diese Vorarbeit zu diesem Parteitag, zu den Programmen, die vielen Gesprächen, das sich tummeln in den Kiezen, wie man hier sagt, oder Ortsteilen, wie man es nennt, ist unglaublich wichtig, um das Vertrauen der Menschen zu kriegen. Das zweite ist, bevor ich ein Programm mache mit langfristigen Ideen und Forderungen oder gar Visionen, müssen die Basics stimmen. Berlin muss funktionieren, Berlin muss klappen. Und ich merke bei meinem Wechsel zwischen Hamburg und Berlin, Berlin-Hamburg, etwa 50-50, dass in dieser Stadt, die eine großartige Stadt ist, leider diese Basics, diese elementaren Dinge, die zur guten Verwaltung einer Stadt gehören, dass die nicht klappen, nicht funktionieren. Und darum, denke ich, ist der Ansatz, den ihr oder wir auch gemeinsam erarbeitet haben, den auch Kai Wegner in seiner Rede gesagt hat, die Stadt muss funktionieren mit vielen Kleinigkeiten. Das ärgert die Menschen viel mehr als große Visionen oder große Ideen. Die Basics müssen stimmen. Und das ist ein unglaublich wichtiger Punkt. Und das Dritte ist denn darüber hinaus, wenn das Vertrauen da ist und ich Ideen habe, wie die Stadt funktioniert, langfristige Vorstellungen zu haben in dem Bereich, wie soll es gerecht zugehen, wie sollen die Menschen sich wohlfühlen, wie sollen sie Heimatgefühl entwickeln, wie ist Digitalisierung für alle da, wie ist eine Bildung da, die auch denen eine Chance gibt, die es alleine nicht schaffen. Diese drei Elemente müssen es sein und ich finde, in diesem Wahlprogrammentwurf ist das recht gut gelungen, das darzustellen. Vielen, vielen Dank. Wir haben ja dann diskutiert, was der beste Weg sein kann, dich einzubringen in das Wahlprogramm. Du hast von vornherein gesagt, du bist jetzt kein Kommissionschef einer Programmkommission, dafür fehlt dir auch die Tiefe und hast vorgeschlagen, einen Berlin-Beirat zu leiten, zusammenzustellen und auf diese Art und Weise mal den Blick von außen auf das Berlin-Programm der CDU zu werfen und zu schauen, welchen Ratschlag, welche Perspektive, welche Leitlinien man einer CDU Berlin aus dieser scheuklappenfreien Sicht, wenn sie denn scheuklappenfrei war, mitgeben kann. Was hat dich auf dieses Format gebracht und wie ist das gelaufen? Ich bin ja auch ein alter Parteihase und das Problem ist immer, wenn man lange Politik macht und den eigenen Laden sehr gut kennt, dass man manchmal irgendwie notgedrungen etwas betriebsblind wird. Das gilt für jeden Bereich, sondern man denkt, mein Gott, das haben wir immer schon so gemacht und die Bereitschaft, was Neues zu machen, hält sich dann in Grenzen. Darum war die Idee zu sagen, wir holen uns Sachverstand von Menschen, von Männern und Frauen, die gezeigt haben in ihren Bereichen, im Bereich der Kultur, der inneren Sicherheit, der sozialen Arbeit, der Gewerkschaftsarbeit, des Verkehrs, der Wirtschaft, Erfahrungen mitgebracht haben, ohne alles durch die Parteibrille zu sehen, sondern zwar, sagen wir, CDU-loyal sind oder CDU offenen Geistes, open-minded sind, aber von außen rauf gucken, aus unterschiedlichen Bereichen und versuchen mit diesen Männern und Frauen so eine Art verbindliche Klammer zu finden, die das Wahlprogramm so ein bisschen verbindlich einrahmen soll. Also
zu sagen, wofür stehen wir in der innersten Überzeugung, nicht in jedem einzelnen Punkt, und das eben von außen zu spiegeln. Das haben wir gemacht in einer Kommission, in 3 Sitzungen, wo wir jeweils 2 bis 3 Stunden zusammen uns über Video geschaltet haben, viele untereinander telefoniert haben, Anregungen aufgenommen haben. Und daraus ist dann diese Klammer geworden, die, glaube ich, auch wichtig ist. Denn Politik ist zum einen die konkreten Punkte, die wichtig sind, auch um gemessen zu werden, ob man sie erreicht hat oder nicht. Aber auch zu zeigen, warum macht man eigentlich Politik? Welche Idee hat man von einer Stadt? Und das von außen loyal und anständig bespiegeln zu lassen. Das war die Idee dieses Beirates. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch interessante Leute, die ich flüchtig kannte, näher kennengelernt. Und mit Unterstützung aus der Landesgeschäftsstelle, auch von dir, Stefan, glaube ich, haben wir etwas zusammengebunden, was aus meiner Sicht ganz gut ist, weil es so die Klammer schafft, auch in einer Sprache, die ist wichtig, die nicht typisch Politsprache ist, sondern versucht hat, das so zu formulieren, wie normale Menschen reden. Auch das ist wichtig für die Glaubwürdigkeit. Das Programm ist das eine, das andere ist die Person. Monika Grütters hat eben mit ganz warmen, leidenschaftlichen Worten ja für den Kai Wegner geworben, ihn vorgeschlagen für die Kandidatur, für die Spitzenkandidatur der CDU Berlin. Du kennst ihn jetzt auch eine ganze Weile, schon länger, als er Landesvorsitzender ist. Mal an dich gerichtet die Frage, warum ist Kai Wegner der Richtige für Berlin? Also erstens kenne ich ihn wirklich sehr lange. Noch aus meiner Bürgermeisterzeit habe ich ihn ein- oder zweimal beim Bundestagswahlkampf unterstützt. Da sind wir durch Spandau gegangen, durch die Fußgängerzone dort, haben mit Geschäftsleuten geredet, Essen gehabt und so weiter. Und schon da habe ich eins gespürt. Erstens, er liebt diese Stadt. Und das ist nicht gespielt, das ist echt. Er ist in der Art und Weise, wie er ist, wie er agiert, wie er redet, wie er mit den Menschen zusammenkommt, wirklich ein typischer Berliner im absolut positiven Sinne. Und er hat vorhin gesagt, er brennt für diese Stadt. Und dieses emotionale Brennen, verbunden mit einem, sag mal, profunder Kenntnis jedes Details der Stadt, aber auch einer positiven Ausstrahlung. Er ist nicht der Typ der Politiker, der immer rummäkelt und immer nur alles schlecht macht und irgendwie missgelaunt durch die Gegend geht, sondern hat eine unglaubliche, zupackende, optimistische, ja, fröhliche Ausstrahlung. Das braucht man auch. Wenn man gewählt werden will, muss man auch fröhlich sein, auf die Leute zugehen. Und das kann er perfekt. Und darum bin ich überzeugt, das wird eine Zeit während die nächsten 99 Tage, die Spaß machen und die nachher, da bin ich ganz sicher, von einem unglaublich guten Ergebnis gekrönt sein werden. Das macht uns Mut. Ich kann das als Generalsekretär übrigens nur bestätigen. Es macht wirklich immer Spaß und er ist ein durch und durch fröhlicher Mensch. Und das in dieser harten Auseinandersetzung, in der wir in Berlin stehen, ist keine Selbstverständlichkeit. Vielen Dank, Ole von Beust. Liebe Monika Grütters, wir haben ja, du hast damals ein Zukunftsforum eingerichtet nach der Wahl 2016. Dieses Zukunftsforum hat in den ersten Jahren sich vor allem, hat den Blick nach innen gerichtet, hat geschaut, wo muss CDU sich weiterentwickeln, wo muss Mitgliederbeteiligung gestärkt werden, wie bekommen wir mehr Frauen in Funktionen und in Verantwortung in der Partei, und hat damals vor, ich glaube, 2 Jahren seinen Abschlussbericht vorgestellt und wir haben das auch alles umgesetzt schon auf der Strecke dorthin. Wir haben aber dann nicht gesagt, dass es Schluss, das ist das Ende des Zukunftsforums, sondern wir setzen es fort. Und dir selbst war es damals ein Anliegen, dieses Zukunftsforum zu leiten für 2 Jahre und damit auch einen Beitrag zu leisten, die CDU vorzubereiten auf die Rückkehr in Regierungsverantwortung. Und deine Idee war, den Blick nicht nach innen zu wenden, sondern mal auch, wie ähnlich wie im Berlin-Beirat, nach außen, aber auch weit über die Grenzen Berlins hinaus mit spannenden Persönlichkeiten zu sprechen und mit ihnen gemeinsam einen Blick auf das Berlin 2040 zu werfen. Wir haben einen Berlin-Plan entworfen, der ist ein Arbeitsprogramm. Der sagt uns, was wir in den nächsten 5 Jahren abarbeiten müssen. Du hast gesagt, das Zukunftsforum schaut darüber hinaus und entwirft Perspektiven für das Berlin 2040. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was dazu sagen, wer auf dieser Strecke deine Ansprechpartner waren, wen du angeregt hast, mal nachzudenken über Berlin und seine Rolle im Lande und auch welches Potenzial es hat. Ja, lieber Stefan, tatsächlich in der ersten 2-jährigen Amtszeit haben wir beide, du als Generalsekretär und ich damals als Landesvorsitzende, ja wirklich mit dem Zukunftsforum mal ein bisschen nach innen geguckt und einige Strukturveränderungen von den Gremien angefangen bis hin, du hast es gesagt, Frauenbeteiligung als Binnenblick und Binnenerfahrung mal neu sortiert. Und ich finde, das ist der CDU Berlin sehr gut bekommen. Und dann haben wir in den 2 Jahren danach gesagt, jetzt muss auch mal die Perspektive
Perspektive von außen auf die Stadt und im Übrigen auch außerhalb der CDU sollten Menschen gefragt werden, wo sehen Sie Berlin 2040? Und da, ich habe dann 16 Autorinnen und Autoren angesprochen, die haben in 13 Kapiteln tatsächlich dieses, wie ich finde, tolle Buch Berlin 2040 geschrieben, Perspektiven für Berlin. Und das ist eben eine Ergänzung zum Wahl- oder Regierungsprogramm. Das ist so etwas wie die Sammlung von Perspektiven und Potenzialen. Und wir haben immer gesagt, man sollte Berlin nicht nur unter dem Aspekt Probleme, sondern vor allen Dingen unter dem Aspekt Potenziale mal begucken. Nicht das Glas halb leer, sondern auch mal halb voll beschreiben. Und haben deshalb vor allen Dingen auch nicht Berliner und nicht CDU-Leute eingeladen, uns mal ein bisschen Rat zu geben, wie man einen Strategieumschwung hinbekommen kann, wie man diese Stadt auch tatsächlich da als entwicklungsfähig beschreibt und stimuliert, wo sie es natürlich mehr als jede andere Stadt in Deutschland hat. Und da sind auch Menschen zu Wort gekommen, die nicht zu den üblichen Verdächtigen gehören, die Berliner CDU immer zu beraten. Zum Beispiel, ich habe Christian Goini gerade gesehen, er wird wissen, von wem ich rede, Martin Eierer, DJ, Kulturmanager, der uns tatsächlich nicht nur diese berühmte Berliner Clubszene beschreibt, sondern auch sagt, wo es hingehen wird. Oder wir haben Markus Lewe, den Oberbürgermeister aus Münster, gebeten, den ich natürlich sehr gut kenne. Und der hat den konsequenten Umbau zu umwelt- und sozialverträglicher Mobilität geschrieben, wofür meine Heimatstadt Münster im Übrigen wirklich mustergültig ist. Wir haben Wolfgang Schäuble gewinnen können, zu schreiben, wie Berlin unter europapolitischen Gesichtspunkten zu sehen ist und wo sie da natürlich als Drehscheibe zwischen Ost und West auch eine Bringeschuld hat im Übrigen. Und er schreibt, wie wir Orte entstehen lassen können, die das Verbindende und Gemeinschaft Erlebnisse sichtbar macht. Stefan Willig, Professor an der Charité, hat, das ist natürlich brandaktuell jetzt auch in der Pandemie gewesen, einmal beschrieben, wie die Gesundheitsstadt Berlin noch mehr werden können als nur eine Ansammlung von sehr vielen hochkarätigen Einrichtungen. Das hat inzwischen jeder ja begriffen, dass Berlin die Gesundheitsstadt Deutschlands ist. Aber er beschreibt, wie sie durch mehr Zusammenarbeit ganz unterschiedlicher Disziplinen auch tatsächlich als Präventionsstadt zum Beispiel künftig viel besser auf Pandemien vorbereitet sein kann, als dass sie nur tagespolitisch reagiert. Wir haben Klaus-Peter Klostermeier dabei, den früheren Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, der einen tollen Bericht geschrieben hat. Start-up-Experten wie Florian Nöll und Axel Wahl-Rabenstein. Und wir haben, das finde ich zum Beispiel ganz wichtig, mit Rabbina Homolka auch mal die Vielfalt der Religionen hier nicht immer als Spannungsproblem beschrieben, sondern auch als etwas, wo Berlin mustergültig einfach die Zukunft heterogener Gesellschaften beschreiben kann, denn nur die haben meines Erachtens auch eine Zukunftschance. Also, und Axel Gedaschko und Maren Kern zum Wohnort Berlin, Top-Thema in diesem Wahlkampf. Und natürlich auch mit Herrn Klostermeier früher jemanden als Verwaltungsexperten, der die Möglichkeiten oder vor allen Dingen das große Defizit der Verwaltungsstadt Berlin mal in eine Zukunftsperspektive knallt. Also Sie sehen, das ist tatsächlich das ganze Themenspektrum mit wirklich tollen Experten beschrieben. Ich möchte bei der Gelegenheit auch mal Dank sagen, das hätten die alle nicht nötig gehabt. Das haben die nicht gemacht, weil die mir und Michael Borchert, dem zweiten Herausgeber, einen Gefallen tun wollten oder der Berliner CDU, sondern weil auch sie eine Verantwortung der Hauptstadt für ganz Deutschland sehen und ihren Beitrag dazu leisten wollten. Und nochmal abschließend danke an die Geschäftsstelle, die hat da viel gemacht, neben den tagespolitischen Herausforderungen, aber vor allen Dingen auch an Michael Borchert, das ist der Leiter der Abteilung Zeitgeschichte und Kommunikation in der Konrad-Adenauer-Stiftung, ohne den wäre das Buch nicht zu dem geworden, was es ist. Wir beide haben da sehr viel Arbeit reingesteckt und es ist leider pandemiebedingt etwas später jetzt öffentlich geworden. Fertig ist es schon seit vielen Monaten, aber wir wollten es natürlich jetzt zum Auftakt des Wahlkampfs auch der Öffentlichkeit vorstellen. Und dafür sage ich mal dir und allen anderen, und ich weiß, dass das ein mühsamer Weg war, viele Gespräche. Man ist auch wieder immer eingestiegen in die Materie dieser Beiträge, dass das so gut geklappt hat, dass das über die Jahre auch so engagiert von dir betrieben wurde. Und ich finde in der Tat, dieses Buch ist quasi ein weiteres Zukunftskapitel für Berlin.
Es beschreibt auch ein Stück weit das, was über den Berlin-Plan noch hinausreicht. Es ergänzt dieses Programm und beschreibt gleichzeitig ein geistiges Fundament, das uns auch zu eigen ist. Insofern haben wir eine Menge Impulse auch mitgenommen. Also viele Beiträge haben wir ja auch gewürdigt im Wahlprogramm, haben sozusagen geschaut, wie wir da auch bezogen auf unsere Leitlinien im Berlin-Beirat oder bezogen auf die Präambeln, die wir für die einzigen Themen uns formuliert haben, wie wir dafür Deckungsgleichheit sorgen und diese Impulse, diese guten Ratschläge, denn nicht immer sind gute Ratschläge, auch Schläge, in dem Fall war es wirklich Rückenwind für uns, dass das so gut gelungen ist. Und bitte gerade an Michael Borchert auch von meiner Stelle einen ganz herzlichen Gruß und ganz großer Dank. Dieses Buch werden Sie nicht im Handel kaufen. Das hat eine ISBN-Nummer. Ja, aber es hat, glaube ich, keinen Preis. Es hat eine ISBN-Nummer, aber keinen Preis, denn Sie bekommen es kostenlos bei uns. Sie können es auf der Homepage herunterladen. Da werden wir es in den nächsten Tagen auch einstellen als E-Book, wie es sich gehört für eine voll digitalisierte Partei. Wir versenden es in Papierform für den einen oder anderen, der noch nicht so weit ist in der Stadt. Also weite Teile der Stadtgesellschaft bekommen von uns ja auch nochmal einen Brief vom Spitzenkandidaten und Hinweise auf unser Wahlprogramm und natürlich auf diesen Band Berlin 2040, Perspektiven für Berlin. In diesem Sinne, euch beiden stellvertretend für diese externen Ratgeber und Wegbegleiter im Namen der ganzen CDU Berlin, aber auch von mir persönlich, der ich ja zum ersten Mal ein komplettes Wahlprogramm von der Geburtsstunde an mitgestalten durfte, ein ganz, ganz großes Dankeschön, das ist eine großartige Arbeit, das war eine wertvolle Unterstützung für uns und ich kann nur sagen, laden Sie sich runter, lesen Sie es sich durch. Dem Ole von Beust hätte ich das Buch jetzt noch mitgegeben für die Zugfahrt, aber Monika Grütters hat das schon erledigt. In diesem Sinne hoffen wir auf weiter so starke Unterstützung. Es ist schon was, wenn man den ehemaligen regierenden Bürgermeister oder ersten Bürgermeister der Hansestadt Hamburg an seiner Seite weiß, mit all der Kompetenz, all der Erfahrung und auch dieser tiefen Verbundenheit zu Berlin und natürlich auch Monika Grütters mit dem Netzwerk und auch den Beziehungen, die überhaupt erst möglich waren, diesen Band zu ermöglichen und diese Beiträge zusammenzustellen. Dankeschön und jetzt auf eine gute Programmdiskussion.